Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchten wir Ihnen gerne das TR100 der Firma Heuen Funkenerosion vorstellen. Konstruiert wurde das TR100 zum Auserodieren abgebrochener Bohrer- und Gewindeschneider. Hierbei wird das Kernmaterial des zu entfernenden Werkzeugs erodiert. Verbleibende Restsplitter können dann mühelos entnommen werden. Als Dielektrikum kann sowohl Wasser als auch eine frische Bohremulsion verwendet werden. Die besten Ergebnisse lassen sich mit deionisiertem Wasser erzielen. Allgemein gilt, je geringer der Leitwert, desto besser die Erodierergebnisse. Öle dürfen auf keinen Fall als Dielektrikum verwendet werden. Das TR100 arbeitet sowohl mit Messing wie auch mit Kupferelektroden ab einem Durchmesser von einem Millimeter. Das TR100 besteht im Wesentlichen aus einer Bedieneinheit sowie einer Bohrkopfeinheit. Beginnen wir nun mit der Erklärung der einzelnen Elemente der Bedieneinheit. Wir haben hier den Netzschalter, den Summer, die Anschlussbuchsen für das Motor- sowie das Kopftischkabel, die Start- und Stopptaste zum Starten bzw. Stoppen des Bohrvorgangs mit entsprechender Anzeige. Hier haben wir die Z-Achsenverstellung mit einem Taster für Z-, Z-Stop sowie Z-Plus. Die Pulsweiteneinstellung für den Bohrvorgang erfolgt mittels dieses Tasters. Drei Anzeigen zeigen an, welche Zeit aktuell anliegt. Hier haben wir die entsprechende Voltanzeige. Hier haben wir die Leistungseinstellungen mit drei Tastern für die jeweiligen Leistungsstufen niedrig, mittel sowie hoch. Dieser Taster dient dem automatischen Rückzug nach Erreichen der Bohrtiefe. Hier finden Sie noch drei Alarmanzeigen, deren genaue Bedeutung Sie bitte der Bedienungsanleitung entnehmen. Kommen wir jetzt zur Bohrkopfeinheit. Hier haben wir den Magnetfuß, welcher zu- und abschaltbar ist, die Z-Achsenskala mit manuell verstellbarer Tiefenabschaltung, das Zahnkranzfutter zur Aufnahme der Elektrode, das Tischkabel, welches vorzugsweise mittels der angebrachten Klemme direkt am Werkstück befestigt werden sollte. Sowie die Schraubklemmung zur Bohrkopfhöhenverstellung. Nun zeigen wir Ihnen eine Probebohrung. Auch das Einbringen schräger Bohrungen ist für das TR100 dank neigbarem Kopf kein Problem.